Existieren deine Gehörvermögen noch? Ja. Ah, Cletus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Ja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden. Indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber... Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja, die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen... Es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Dol. Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Dol! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau.
Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich! Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich! Aber der Sender ist auf dem Dach! Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann, worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Übrigens anmerken, ich bin ein bisschen erschüttert, wie nach wie vor eigentlich keine Sau Rufus in der Verkleidung erkennt. Ich meine, allein wegen dem Bart. Ja, und wegen der Hautfarbe. Aber allein, ich meine, Argus und Cletus sind ja perfekt verkleidet. Gut, okay, Cletus hat sich ja nicht selbst verkleidet, aber Argus halt, es sieht wirklich perfekt wie Cletus aus, aber ja. Rufus? Naja. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Okay. Puki. Ja. Hallo Puki, unsichtbarer Puki. Okay. Ja, ein erhabener Screen für einen erhabenen Moment, denn immerhin darf hier Rufus zum ersten Mal mit seinen beiden Klon-Prototyp-Brüdern Argus und Cletus zusammenarbeiten. Und das fand ich immer ein ganz passendes Setup, um auf das tatsächliche Finale hinzuleiten. Hier sind wir auch wieder bei der Dreiteilung und bei des schönen dramaturgischen Motivs der Verwechslungskomödie angelangt. Aber hier ziehen alle drei mal ausnahmsweise an einem Strang. Und da muss ich doch gleich mal Interesse halber nicht nur Rufus mal wieder zu Rate ziehen, sondern auch Argus und Cletus zu Wort kommen lassen, wie denn hier so die Zusammenarbeit mit den jeweils anderen beiden dann war. Vielleicht fängst du gleich mal an, Argus. Ja, also ich fand das total scheiße. Darf ich das eigentlich sagen? Das war der letzte Scheiß! Und das ist interessant auf jeden Fall. Und Cletus, vielleicht gibst du uns nochmal einen etwas tieferen Einblick in die Zusammenarbeit. Du, super, super! Die waren so nett! Super, super, super! Aha. Und Rufus, deine Erfahrung mit den anderen beiden ist... Ich bin pünktlich gewesen, ich war gut vorbereitet, ich hatte mich unter den Armen gewaschen. Alles andere geht dich überhaupt nichts an. Ja, und da wir jetzt viel schlauer sind und diesen kleinen Einblick hinter den Vorhang, den normalerweise gut geschlossenen Vorhang so einer aufreibenden Produktion geguckt haben, möchten wir eigentlich das eigentliche Finale gar nicht weiter hinauszögern. Ich hätte es, glaube ich, weil der eine Poki unsichtbar war, ist, dass ich den Poki in dem Raum mit den Organons, wo ich die Rede gemacht habe, übersehen habe. Puh. Ich denke mal, du kannst den Spielstand später mal laden und dann nochmal kurz nachspielen. Es ist wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Hoppla! Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe mich wohl doch verschätzt, dass das doch schneller durch war. Tja. Das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten.
Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten, das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Sei kein Rufus. Wer hätte gedacht, dass wir mal in dieser Besetzung zusammenarbeiten würden? Wir könnten doch... Wer hätte gedacht... Ja, vor allem... Wie da bloß ranzukommen wäre. Ich habe noch niemanden sagen hören, du hast uns umgebracht. Vielleicht liegt es einfach daran, weil die da nichts mehr sagen können. Ja. Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich! Wie sich das gehört! Hä? So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen! Und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin! Verdammt! Er ist immer noch aktiv! Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Bisher habe ich doch noch alles kaputt gekriegt. Ja, wer hätte gedacht, da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Kletis. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Oh, wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht. Es kommt drauf an. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht. Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. 1. 2. Da springt ihr gar nicht. Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl mogeln, was? Ich? Nein. Beinahe wäre ich allein gesprungen. Schön. Wollen wir noch mal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. 1. 2. Ihr wolltet schon wieder mogeln, ne? Ja. Ja. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht. Es kommt drauf. Es entspricht. Na, bist du wieder nicht gesprungen? Wollen wir nochmal? Aber jetzt auf 3. Wie die anderen halt. 1. 2. 3. So ein Arsch. Ist halt der Arsch, der Arsch. Rufus! Rufus, aufwachen! Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft! Bravo! Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran! Langsam schließt sich ja der Kreis und deswegen ist hier eines der letzten Rätsel im Spiel mit Schrauben. Genau, lose Schrauben, wie am Anfang von Goodbye Deponia, aber tatsächlich haben ja fehlende Schrauben auch direkt am Anfang von Deponia insgesamt eine Rolle gespielt und sowas ist natürlich eigentlich ganz hübsch, wenn man die kleineren Symbole,
die man halt irgendwie so als Stützrahmen der Gesamthandlung mitführt, halt auch irgendwann ebenfalls beendet. Man verabschiedet sich von ihnen wie von einem guten Freund. Und in diesem Falle sind es Schrauben. Aber auch ihr seid hiermit mal offiziell verabschiedet, denn auch ihr seid natürlich gute Freunde, weil ihr zusätzlich zu der ursprünglichen Deponia-Version, die ihr natürlich alle im Regal stehen habt, auch jetzt noch die Complete Journey Edition gekauft habt. Das macht euch natürlich zu großen Unterstützern. Und ich öffne an dieser Stelle einmal kurz mein Herz für euch, damit ihr hier reinblicken könnt. Ich mach's mal lieber wieder zu. Und überlasse das restliche Reden dem Rufus und allen, die ihn auf seinen letzten Schritten vielleicht nach Elysium begleiten. Und ja, viel Spaß damit. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, warum auch immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin, weil das hört nämlich hier an dieser Stelle auf. Alles, was jetzt noch kommt, sind nur noch bittere Pillen, die ihr schlucken müsst. Bitte glaubt mir, ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und es ist alles genauso richtig, wie es ist. Aber ich kann ja nichts verraten. Deswegen viel Spaß beim Ende und ich hoffe, wir hören uns mal wieder bei irgendeinem Entwicklerkommentar. Mir hat es Spaß gemacht, etwas zu erzählen und bestimmt hat es auch 1% von euch Spaß gemacht zuzuhören und wahrscheinlich bist du, der das jetzt hört, einer von diesen 1%, weil die anderen werden auch wahrscheinlich die Funktion ausgeschaltet haben. Also vielen Dank, viel Spaß und kauft auch alle anderen Dedelic-Spiele und Schleichwerbung und Dinge und oh Mann, so schwer loszulassen. Ja. Ja. Ich hab die Spiele tatsächlich im Regal, im Gegensatz zu dir. Hey, das darfst du jetzt nicht so oft nicht sagen. Tja, muss er rausschneiden. Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Hier war aber jemand sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Was für ein Blog? Meckerkarte24.de? Das hätte genauso gut in die Hose gehen können. Ja, die es leider nicht mehr gibt. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ich will das Ding nicht reparieren, ich will es kaputt machen. Moment, wenn ich diese... Hier war aber jemand sehr sparsam. Vielleicht hat er meinen Block. Die Farbe passt nicht von der Schraube. Hier war aber jemand... Vielleicht hat er meinen Block. Von hier aus komme ich da nicht ran. Nein, wenn ich die... Hier war aber jemand... Vielleicht hat er mein... Hier aus komme ich. Die Übertragung hat bereits begonnen. Hoffentlich. Ich hab ihn! Hörst du, Argus? Ich hab ihn! Sehr gut! Und jetzt? Kaputt machen! Hä? Was?
Ach so, ja klar, meine leichteste Übung. Hat das Ding denn keine Selbstzerstörung? Nein, Moment, wenn ich diese Nein, was tust du?